Ja, das ist jetzt so die Frage. Nimmt ihr überhaupt auf oder habe ich verkackt? Ich glaube, ich habe verkackt. Ich glaube, der hat die ganze Zeit nicht aufgenommen. Das ist natürlich sau doof. And I wonder what you got, you rascal. Schön. So, nachdem ich gerade sehr beherzt in die Hände geklatscht habe, müsste eigentlich alles funktionieren, bis auf das ich weiß, wo ich gerade bin, weil das weiß ich nicht. Aber gut, dann fahren wir mal los. Ich heiße euch ganz herzlich willkommen zurück zu einer neuen Saison. Die geht jetzt die nächste Zeit los. Und mit dem Video möchte ich jetzt auch meine persönliche Saison starten. Ich bin heute wieder unterwegs auf der Piaggio Beverly 350 Police. Wie ihr es vielleicht schon erkennen könnt, habe ich auch gleich eine zweite Kamera am Start. An der Stelle liebe Grüße an Raivadachi, der mir das schicke Teil vermacht hat, sozusagen. So, wenn sich jetzt einige von euch fragen, was ist denn jetzt eigentlich mit dem Camper-Projekt? Ist das jetzt zu Ende? Warum kommt jetzt ein Video, beziehungsweise warum kommt jetzt ein Motovlog, bevor der letzte Teil vom Camper-Projekt kam? Leute, keine Sorge. Es kommt noch ein letzter Teil, vielleicht kommen auch sogar noch zwei Teile, je nachdem, was ich jetzt noch am Camper ändern werde. Ich bin technisch jetzt soweit durch, aber ich habe ja auch im letzten Video gesagt, dass ich ihn jetzt einfach nochmal vorstellen möchte und dann zeige ich euch, wie jetzt meine Konstruktion genau funktioniert. Gehe noch auf ein paar Fragen von euch ein und es gibt auch noch so ein, zwei Schönheitsgeschichten, die ich gerade am ändern bin und deswegen wird dazu auf jeden Fall noch mal ein Video kommen. Wir haben 2020, das heißt, es geht natürlich auch wieder weiter mit Motovlogs beziehungsweise allgemein mit der Piaggio Beverly 350 Police. Ich glaube, da sind ja auch viele Leute von euch gespannt. Ich inklusive, ich habe ja den Roller letztes Jahr erworben. Bin dann von A1 auf A2 umgestiegen, das heißt von der Piaggio Medley mit 11 PS auf die Piaggio Beverly mit 31 PS und 350 Kubik. Und ach, jetzt sind wir hier, hier wollte ich ja schon immer mal hin. Das ist ja cool. Also es werden Touren zu Piaggio Beverly geben oder mit der Piaggio Beverly. Dann habe ich vor, die Piaggio Beverly für mich so ein bisschen zu personalisieren. Also keine Sorge, ich werde es ja nicht mit Tuning anfangen oder irgend so einem Scheiß. Nee, ich habe mir überlegt, vielleicht für Touren noch so ein kleines Zusatzwindschild drauf zu packen. Dann habe ich noch was geplant, das ist aber noch ein Geheimnis, sage ich mal. Und ich glaube, das könnte richtig cool werden. Auf jeden Fall, kurz und knapp, es wird sich dieses Jahr speziell um die Piaggio Beverly drehen. Es werden Videos mit der Piaggio Beverly folgen. Aber auch gerne größere Projekte, wie zum Beispiel das VW Camper Projekt, was ja jetzt nicht direkt was mit dem Roller zu tun hat. Das war ja ursprünglich eigentlich nur so als Winterprojekt geplant in der Zeit, wo ich nicht Motorroller fahren kann. Aber die Resonanz von euch, die ist einfach so bombastisch und ich habe viele Leute kennengelernt, also über Social Media, die Idee auch richtig feiern und die auch selber eine VW-App haben. An der Stelle Grüße an euch, richtig cool. Freut mich mal mega, solche Nachrichten von euch zu bekommen. Und die sich dadurch einfach, ja, inspiriert fühlen, auch selber sowas auszuprobieren. So, das passt mir jetzt eigentlich ganz gut, dass hier die Tankstelle ist. Weil A, wollte ich gerade meine GoPro überprüfen und B, muss ich tanken. Achtung, bitte, bitte nicht töten. Gott, ist das voll. Ach du Kacke. Wo kann man sich am besten hinstellen? Vor das Erdgashäuschen. Schön. Das ist jetzt so die Frage. Nehmt ihr überhaupt auf oder habe ich verkackt? Ich glaube, ich habe verkackt. Ich glaube, der hat die ganze Zeit nicht aufgenommen. Das ist natürlich sau doof.
Ich glaube, ich habe einfach meine GoPro nicht gestartet gehabt. Ja, schön blöd. Okay, das heißt, wir haben jetzt eine zweite Kamera. Jetzt haben wir eine zweite Kamera. Dann werde ich doch mal ganz kurz tanken fahren, wenn wir schon mal hier sind. So. Jetzt habe ich mal ganz kurz getankt. Und möglicherweise ist mir gerade ein Missgeschick passiert. Denn ich war mir nicht ganz sicher, ob meine GoPro auch aufnimmt. Weil sie nicht geblinkt hat. Deswegen hoffe ich jetzt einfach mal, dass sie aufgenommen hat. Wenn nicht, dann nimmt sie auf jeden Fall jetzt auf. Also im Prinzip habe ich eine zweite Cam. Wenn sie dann auch funktioniert. Beziehungsweise wenn ich so kompetent bin, sie vorher einzuschalten. Hüstel. Das Video an sich dient jetzt mal wieder so ein bisschen Informationen, aber es ist kein reines Infovideo, weil, wie gesagt, ich ja auch euch einfach ein bisschen mitnehmen möchte. Aber mit der Piaggio Beverly wird es jetzt demnächst ganz viele Videos geben. Ich bin natürlich immer so ein bisschen auch davon abhängig, wie ich denn Zeit habe, weil mit Beruf und Ausbildung nebenbei ist es natürlich alles immer so ein bisschen schwierig, weil ich meistens nur am Wochenende filmen kann und da muss natürlich auch das Wetter mitspielen. Das heißt, wenn es 2 Wochen keine Videos gab, dann liegt es meistens daran, dass ich entweder keine Zeit habe oder das Wetter einfach komplett Banane ist. Jetzt muss ich nochmal ganz kurz den Display meiner Kamera beliebäugeln, ob der auch wirklich aufnimmt. Ich bin heute so ein bisschen paranoid, muss ich ehrlich sagen. Aber lieber 2-mal geguckt, als dann später in die Röhre geguckt. Gott, nimmt der denn jetzt? Ah, rot. Okay, rot finde ich gut. Steht zwar meistens für Tod und Verderben, aber in dem Fall ist es schön, wenn die Kamera aufnimmt. Jetzt sind wir auch schon bald wieder auf dem Heimweg. Ich habe mich jetzt umentschieden, ich bin jetzt doch nicht zum Irschenberg gefahren. Stattdessen werde ich das einfach so ein bisschen zwischen Rosenheim und Bad Aibling hin und her pendeln. Und ich nehme euch jetzt noch ein bisschen mit. Wenn noch was Interessantes auf dem Weg passiert, dann bekommt ihr das auf jeden Fall mit. Ansonsten verabschiede ich mich. Bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Und das nächste Video wird auf jeden Fall dann das Update von meinem Camper sein. Da könnt ihr euch auf jeden Fall drauf freuen. Und ansonsten ganz viel Spaß. Haut rein und lasst ein Like da. Und ganz viel Liebe.